So richtig emotional ging es am Wochenende in Mörschied im Hunsrück zu. Winnetou, der Apachenhäuptling, starb in den Armen seines Blutsbruders Old Shatterhand. Die Karl-May-Festspiele konnten nach 2 Jahren mit Corona-Einschränkungen endlich wieder wie gewohnt stattfinden. Und einer war besonders nervös, Helmut Urban, der zum ersten Mal in Mörschied mitspielte. Wir waren bei der Premiere dabei. Ich habe mich auf Anhieb in diese Bühne verliebt und auch die Kollegen sind einfach ein Traum. Sie spielen einfach so viel mit Herz und Emotionen und Begeisterung. Und ich gesagt, da möchte ich unbedingt mit dabei sein. Wir wollen kein weiteres Blut vergießen. Es ist die Rolle seines Lebens für Helmut Urban. Wie nennt man das Bleichgefüßt? Alle roten und weißen Krieger nennen mich Old Shatterhand. 2 Stunden vor der Premiere in Mörschied bereitet er sich auf seine Rolle vor. Kälber, auf dem geraffeltig glatt gestrichenen, gleich akkurat zipfelig zurechtgezupften, matt schimmerig, matt schnörkelrankig, matt. Am Abend wird der 3. Winnetou-Teil aufgeführt. Der lässt auch den Profischauspieler nicht kalt. Tragischerweise, Winnetou stirbt in Winnetou 3 und ist ein sehr emotionales Stück. Es werden da hoffentlich vielleicht auch das ein oder andere Tränchen im Publikum heute vergossen werden. Zum Schauspiel kam Helmut Urban durch einen Zufall. Eigentlich ist er ausgebildeter Hufschmied. Für die Karl-May-Festspiele in seiner Heimat Österreich hat er ein Pferd beschlagen. Als dann ein Schauspieler ausgefallen ist, hat der Regisseur Helmut Urban eine Rolle angeboten. Da war die Aufregung eigentlich riesengroß. Also ich saß wirklich vor der ersten Vorstellung am Pferd, war grün und bleich im Gesicht. Hat sich aber dann mit dem ersten Einreiten und dem ersten Satz vor Publikum wieder gelegt. Und ja, die Aufregung ist immer noch da vor einer Vorstellung, das ist ganz klar. Das gehört einfach auch mit dazu. Aber es ist bei weitem nicht mehr so schlimm wie früher. Helmut Urban ist als Schauspieler auf vielen Freilichtbühnen unterwegs. Nach Mörschied kam er erst nur als Besucher. Von dem Verein war er so begeistert, dass er unbedingt beim nächsten Stück mitspielen wollte. Wie alle hier, ohne Gage. Er hat uns hier schon ziemlich bereichert, muss ich sagen. Alleine, weil er uns halt auch in den Proben unglaublich unterstützt hat direkt. Auch mit Tipps und Tricks hat sich hingehockt und hat halt auch gerade mit uns, ich sag jetzt mal als Laien, Sprachtraining gemacht, verschiedene Übungen. Wenn in Mörschied die Karl-May-Festspiele stattfinden, ist das ganze Dorf auf den Beinen. Entweder als Zuschauer oder um mit anzupacken. Über 100 Schauspieler, Statisten und Helfer sind dabei. Es geht los. Und Vorfreude ist da. Jede Menge, ja natürlich. Es ist jetzt der Moment, für den wir 6 Wochen geprobt haben. Und da ist einfach jetzt das Adrenalin. Und jetzt rein, jetzt will man es nur mehr präsentieren. Und dann, worauf Helmut Urban die ganze Zeit hingefiebert hat, das große Finale. Wie wird es ankommen? Winnetou und Old Shatterhand sind hier, um die Gefangenen von Heldorf zu befreien. Oh. Nein, Vater! Sensationell. War einfach genial. Winnetou 3 war von Anfang an mein großes Highlight. Und das ist das, was mich emotional am meisten fordert. Winnetous Tod. Wir haben wirklich Freude, dass wir gut abgeliefert haben. Also ich glaube, das Publikum war wirklich zufrieden.